Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal hatten wir uns einen Kampf mit dem Kai geliefert. Es war ein episches Battle. Ihr habt in die Kommentare da auch direkt ein paar Vorschläge gemacht, wie wir nochmal Kämpfe machen können. Die haben wir uns schon zu Herzen genommen. Und ich hatte eigentlich ja da gesagt, hey, wir sehen uns erst beim nächsten DSC wieder. Es gibt einen Grund, warum ich jetzt hier gerade nochmal eine weitere Folge mache, bevor das DSC kommt. Nämlich, es gibt noch ein spezielles Pokémon, das ich fangen kann und muss. Es ist ein bekanntes Pokémon, aber ich sehe es als ein mystisches Pokémon, beziehungsweise eine halbwegs legendäres, weil es bei Legenden Arceus vorkam und man es jetzt hier auch fangen kann. Ich habe übrigens 199 Einträge der 200 Einträge. Dieses Pokémon, was wir heute fangen werden, das kann man nur so fangen, wie wir es jetzt heute machen. Dafür musste ich mich extra informieren. Das wird der letzte Eintrag aus dem Kitakami-Pokédex dann tatsächlich sein. 32 Stück habe ich jetzt hier an Einträgen. Ich werde jetzt aber nur 15 vorlesen, also 5 ich, 5 meine beiden Kameraden auf meinen Schultern. Und der 16. Eintrag heute wird das Pokémon sein, was wir heute fangen werden. Ich würde aber sagen, wir legen jetzt direkt mit den Pokédex-Einträgen los. Über mir ist wie immer ein Zeitstempel, wenn ihr die Pokédex-Einträge überspringen wollt. Und ich würde sagen, wir legen dann jetzt direkt mit den Pokédex-Einträgen los. So Leute, zuallererst fangen wir mit Barschuft an. Und ja Leute, ich weiß, dass Barschuft im normalen Pokédex schon einen Eintrag hatte, aber das ist offenbar ein spezielles Barschuft, weil es sich nur auch so entwickeln ließ, wie ich es jetzt gerade in der Form habe. Also das ist wirklich ein spezielles Barschuft. Barschuft, das Sanftheits-Pokémon, die weißlinige Form. Wichtig Leute, weißlinig, nicht rot oder blau. Wegen ihrer anderen Lebensweise fand jüngst diese These Zuspruch, dass es sich hierbei um eine völlig andere Pokémon-Art als Barschuft handle. Und Leute, hier ist die Entwicklung von Barschuft. Das war ein Pokémon, das wir in Pokémon-Legenden Arceus als Reittier hatten. Und im Übrigen, die Entwicklung von Barschuft zu Salmagnus ist die bescheuertste Entwicklungsart, die ich bisher je gesehen habe. Nämlich, ich musste dafür wirklich wieder mal googeln, weil ich nie im Leben drauf gekommen wäre, wie man das Pokémon entwickelt. Barschuft entwickelt sich nämlich nur von Barschuft zu Salmagnis, wenn es 294 KP an Rückstoßschaden überlebt und danach noch ein Level-Up macht. Es darf nicht einmal dabei draufgehen. Das ist die beknackteste Entwicklungsart, die ich je gesehen habe. Und jetzt der Eintrag. Salmagnis, das Großfisch-Pokémon. Im Übrigen, wenn ihr männlich oder weiblich habt, das gibt unterschiedliche Formen. Es verfügt über eine nahezu unheimliche Sprungkraft. Das Horn von verstorbenen Arkenossen färbt seinen Körper rot. Dann als nächstes Lichte, das Kerzen-Pokémon. Es entzündet ein Licht und gibt vor, anderen den Weg zu weisen. Doch eigentlich sorgt es ihnen dabei die Lebensenergie aus. Boah, wie hinterhältig. Hier direkt die Entwicklung. Latenecto, das Lampen-Pokémon. Latenecto verschlingt Seelen, um seine Flamme zu nähren. Er streicht durch Krankenhäuser und wartet darauf, dass Menschen verscheiden. Und zu guter Letzt, die letzte Entwicklung davon, Skelebra, das Geleit-Pokémon. Skelebra saugt Seelen ein und verbrennt sie. Das Schwenken der Flammen an seinen Armen hypnotisiert es seine Gegner. Okay, diese Entwicklungsreihe hier ist komplett fies gegenüber Menschen, ich verstehe schon. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, Dream liest euch jetzt nächstes vor. Und ja, wir machen uns dann auf einen besonderen Kampf heute bereit. Natürlich darf ich mal wieder anfangen. Das ist Krieke, das Ferkel-Pokémon. Auf Nahrungssuche wühlt es sich mit der Nase durch das Erdreich. Manchmal stößt es dabei auf heiße Quellen. Alternativ ist die Entwicklung von Krieke. Keife, das Wildschwein-Pokémon. Weil sein langes Fell ihm die Sicht verdeckt, prescht es einfach unablässig immer wieder nach vorne. Und als nächstes die letzte Entwicklung von Krieke und die Entwicklung von Keife. Mammutze, das Doppelstoß am Pokémon. Ein gefrorenes Exemplar wurde aus 10.000 Jahren halbem Erdreich ausgegraben. Dass es obendrein erwachte, erregte viel Aufsehen. Dann als nächstes Schneckmack, das Lava-Pokémon. Vor Urzeiten, als die Vulkane noch aktiver waren, soll es viel mehr Schneckmack gegeben haben als heutzutage. Und als letztes von meiner Schwarte aus Makago, das Lava-Pokémon. Überlieferung zufolge steht ein Vulkanausbruch kurz bevor, wenn plötzlich vermehrt wilde Makago auftauchen. So, Noah, du kleiner Engel, jetzt bist du dran.
Das ist wieder mal jeden im Tag. Danke, ich mach dann mal weiter. Das ist Pi, das Sternform-Pokémon. Da man Pi oft in Nächten sieht, an denen viele Sternschnuppen über den Himmel ziehen, sagt man, dass sie auf Sternen reitend hierher reisen. Als nächstes die Entwicklung von Pi, Pipi das Feen-Pokémon. Bei Vollmond versammeln sie sich und tanzen gemeinsam. Um sie herum entsteht dadurch ein ungewöhnliches Magnetfeld. Und dann noch die letzte Entwicklungsstufe von Pi und Pipi, Pixie das Feen-Pokémon. Es besitzt ein exzellentes Hörvermögen. Darum kann es eine Nadel fallen hören, selbst wenn sie einen Kilometer entfernt ist. No, wie süß, ein kleiner Fuchs. Das ist Vulpix das Fuchs-Pokémon. Während es wächst, wird das Fell seiner 6 warmen Schweife noch schöner und weicher. Als letztes für heute die Entwicklung von Vulpix. Vulnuna das Fuchs-Pokémon. Es hat 9 lange Schweife und sein Fell glänzt golden. Man sagt, es soll mindestens 1000 Jahre lang leben. Na dann, Shining, ich wünsche dir viel Spaß beim Komplettieren des Pokédex. Ja, Leute, das waren die Pokédex-Einträge für heute. Hier können wir das jetzt nochmal sehen. 170 Einträge. 180. 190. Und es fehlt nur noch ein Eintrag bis zur nächsten Belohnung. Und diesen Eintrag werden wir uns heute noch holen. Im Übrigen, danach wird es übrigens wirklich erst zum nächsten DLC dann wieder ein Part geben. Also, Pokémon gibt es dann erstmal eine Weile nicht mehr. Diese Versus-Parts, die werden jetzt auch nicht so extrem oft vorkommen, sage ich euch jetzt schon. So, wie komme ich an das Pokémon überhaupt? Ganz einfach, erinnert ihr euch an die Foto-Frau hier hinten? Wenn man 150 Einträge hat, dann wird das gestartet, was ich jetzt hier vorhabe. Ja, habe ich. Ja, was für eine bitte? Okay. Bin dabei. Du willst also einen Pokémon-Kampf mit mir? Ja, ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass wir hier heute einen Pokémon fangen. Vivillon ist schon mit im Team. Du willst ein Fotoshooting mit mir? Aber ich bin doch gar nicht fotogen. Ein Noctu. Ich weiß nicht mal, welche Seite meine Schokoladenseite ist. Level 90. Hm, das wird ein sehr schwerer Kampf. Level 90 gegen Level 86. 68 meine ich. Eventuell. Polypuba als nächstes. Oh, da weiß ich auch, welches Pokémon in den Kampf zieht. Dann zeige ich mal hier. Ein Level 70er. Oh, nee, der ist auch viel zu stark für mich. Ich hab doch überhaupt keine Chance. Ja, ich weiß, wie scheinheilig das klang. Du wolltest mir nur deine Pokémon zeigen, ne?
Okay. Das ist das Pokémon, was ich meine. Das, was sie jetzt gerade anspricht. Ihr erinnert euch an Ursaluna aus dem Pokémon-Legenden Arceus-Teil. Natürlich, bin dabei. Dafür bin ich ja heute hier. Ich weiß, wo der Immerwald ist. Da mache ich mich sofort auf den Weg hin. Oh, ich glaube, ich kaufe vorher sicherheitshalber noch ein paar Pokebälle bzw. Hyperbälle. Also wir sehen uns beim Immerwald. So Leute, da sind wir auch schon im Immerwald. Bin ich jetzt gespannt, was jetzt hier so passiert. Das Kapuzzi ist sehr fotogen. Ich sehe einfach mal zu. Ich will sie nicht stören. Weiter zusehen. Ich habe alles gehört. Nachts bei dichtem Nebel. Okay. Kann ich das beeinflussen? Nee, das ist, glaube ich, nicht dein Liebling. Ich helfe dir, Fukano. Ein böses Ariados. Das Pokémon ist instant K.O. Brauche ich mich noch nicht ins Bild packen. Kamera war aber echt kurz weg. Okay. Okay, ich werde jetzt zum Fotografen.
Okay. Ich hinterfrag's nicht. Soll jetzt auf einmal Pokémon von, also 10 Fotos von Pokémons machen? Schicken wir jetzt auf einmal eine Pokémon Snap statt Purpur? Ey, wartet Leute, hallihallo und jetzt willkommen zu einer Folge von Pokémon Snap. Wenn euch gefällt, Abo und Like da lassen und bewertet das Video. Dann schießen wir mal ein paar Fotos. Ich hatte schon Angst, dass ich selbst jetzt auf die Nacht warten muss. Okay, ich brauche nur 10 Fotos. Lauf nicht weg, kleines Mogelbaum. Ich mache nur ein Foto von dir. Brauche ich 10 verschiedene Pokémon? Ich sehe einen Huthut. Hab dich! Aha! Okay. Hier gibt es irgendwo eine Höhle. Ich muss noch 8 weitere Pokémons finden. Darf ich mehrmals dasselbe Pokémon fotografieren? Ah, ich brauche 10 verschiedene. Das ist ein Weberack. Im Hintergrund habe ich noch was laufen sehen nach dem Mogelbaum. Okay, da sehe ich einen kleinen Stein. Ich muss näher ran. Man erkennt es kaum, oder? Es zählt. Oh, Zwirrlicht! Seht das? Okay, 5 brauchen wir noch. Vielleicht so in der Nähe von dem Teich, der auf der Karte ist. Da sehe ich auf jeden Fall was. 2 Primo was? No. Sie gibt mir auf jeden Fall Tipps, wo ich Pokémon finden kann. Sehr nett. Ganz leicht sieht man da ein Pokémon. Da ist wieder ein Huthut. Removers. Da sind ein paar Loturzel.
Da hinten läuft wieder Mogelbaum. Diese Mogelpackung. Da ist die Höhle. Da sollte ich auch was finden. Ja, da sind Blungs. So, eins fehlt noch. Ein einziges. Das ist ein Lichte. Damit haben wir 10. Ich werde Hobbyfotograf offenbar. Die Realität abzubilden. Okay. Aufgeben, das schaffst du. Noch nicht. Ich will zumindest vorher abspeichern. Geht klar. Ich leiste nicht werden. Ich glaube, da kommt es. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Ursa Luna. Ich glaube, das mochte es nicht. Nee, das mochte es nicht. Ich übernehme das. Spinodon ist schon ein Gigant, ne? Und der ist noch mal größer.
ich darf nicht einfach... Ich darf nicht einfach so Pokébälle werfen. Okay, ich muss ihn einfach so besiegen. Dann wechsle ich zu Lucario. Ich hatte extra mir jetzt schon so 500 Hyperbälle angeschafft. Ich habe mich auf einen richtig harten Kampf eingestellt. Ihr seht es hier, ich habe die Pokébälle nicht zur Verfügung. Heißt, zack und zack. Ist das dann wie mit Urapon, dass ich den Safe bekomme? Wäre auf jeden Fall schön. Okay, selbst das macht dir kaum Damage. Ich weiß noch von Legenden Arceus, dass es, glaube ich, normal Boden war. Jetzt siehst du deine Fotos. Oh nein. Aua! Lucario wird die Runde eh nicht überleben. Blutmond. Okay, davon die Werte interessieren mich. Es hat eine spezielle Attacke. Los bei Londa. Ich belebe erstmal Lucario wieder. Aqua Durchstoß. Okay, ich hoffe wirklich, dass ich es jetzt einfach fangen kann. Hyperball Go! Ich habe halt wirklich auf 500 jetzt gegangen, weil ich gedacht habe, hey, ich muss jetzt wieder 70.000 Versuche machen. Dabei wird mir Rosalunda geschenkt. Ursaluna, das Torf-Pokémon. Blutmond. Also die Blutmondform. Es gibt noch eine normale. Dieses besondere Ursaluna schützt seinen Körper mit Schlamm, der mit der Zeit stahlhart wurde. Sein dickes Auge kann selbst im Dunkeln sehen. Ich nehme dich mal in mein Team auf. Damit ich gleich direkt gucken kann, was deine Werte sind. Du interessierst mich. Und damit haben wir auch den Kitakami-Pokédex fertig. Och, das arme Fukano. Okay, ich werde dich auf jeden Fall gleich nochmal ansprechen gehen. Mich interessiert jetzt erstmal, Ursaluna ist Level 70.
Zettel Fähigkeit Geistiges Auge. Die Genauigkeit des Pokémon kann nicht gesenkt werden. Sie ignoriert Änderungen am Ausweichwert des Ziels und trifft mit normalen Kampfattacken Geister-Pokémon. Okay, das ist ein richtig geiles Pokémon. Und vor allem Dingen, mich interessiert die Attacke Blutmond. 140er Stärke mit 100 Genauigkeit, du willst mich doch verarschen. Der Anwender entfesselt eine gewaltige Energieladung aus einem blutroten Vollmond. Diese Attacke kann nicht zweimal im Feuer eingesetzt werden. Na gut, irgendein Nachteil muss die Attacke ja haben. Aber eine Attacke mit 140 Stärke, 100 Genauigkeit und die deine Werte nicht mal senkt oder die sonst irgendwie negativ schadet, das ist eine irre geile Attacke. Ich hätte jetzt nur nicht gedacht, dass Ursaluna so mehr Spezialangriff als normaler Angriff ist. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und Leute, wir haben es geschafft. Da geht der Kabi-Pokédex. Er ist fertig. Zu ihm gehen wir auch nochmal, ne? Was auch immer uns beim DSC erwartet, wir werden nur neue Pokémon treffen. Ich werde keinen aus den alten Regionen fangen müssen. So, dann kehren wir mal nach Midoriya zurück. Genau, hier bin ich. Darf ich sie sehen? Heiße Shiny. Ein Walschall? Ja, bestimmt. Wir werden uns sicher wiedersehen. Dann helfe ich dir wieder mit den Fotomotiven. Und du arbeitest an deiner Einstellung. Auch wenn ich verstehen kann, dass das Fukado keinen Bock hatte, gegen Ursaluna zu kämpfen. Also Gemma steht jetzt hier nicht mehr. Aber es gibt noch jemand anderen, mit dem ich reden muss, weil wir haben den Kitakami-Pokédex damit jetzt voll. Er stand, meine ich, hier vorne. Ja, da ist er, mein alter Freund. Ach, mir geht's gut. Okay. Ein Glitzerpin. Oh, das ist sehr nice.
Mache ich keine Sorge. Also beim ersten Mal hat er mir ja den Schillerpin gegeben, dass ich mehr Shiny-Pokémons treffe. Und jetzt hat er mir einen Glitzerpin gegeben, dass ich mehr Terra-Stücke am Ende eines Terra-Raids bekomme. Was ich sogar recht praktisch finde, weil manche Pokémon nach einem Terra-Raid echt einen schlechten Terra-Typus haben. Und dem will man halt gerne mal auswechseln. Dafür braucht man ja diese Terra-Stücke. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, das war's dann jetzt für heute. Warte mal. Das muss gerade sein. Er muss einfach im Hintergrund sein. Ja, Leute. Wir haben es geschafft. Blutmond Osaluna wurde gefangen. War relativ einfach tatsächlich. Ich sah das als ein spezielles Pokémon an und es war ja auch relativ interessant. Es war ja auch was Besonderes mit den Fotos und so weiter. Wir sehen uns jetzt aber dann diesmal wirklich erst beim nächsten DSC wieder, weil ich habe jetzt hier nichts, was ich euch zeigen könnte. Ich habe den Pokédex vervollständigt, ich habe alles gemacht, was man machen kann. Ich habe auch alles an der Schule gemacht, was man machen kann, damit jedem geredet. Blutmond Osaluna hat sich gerade hinter mir schlafen gelegt. Ich kann an der Stelle dann nur sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, sobald das nächste DLC rauskommt. Weil eins ist auf jeden Fall noch geplant. Danach ist, glaube ich, fertig das Spiel. Danach wird nichts mehr kommen. Also, wir sehen uns dann wieder. Ciao und bis dann.